Casino. Ein Anker. Ah, ein Anker und ein Ring, ein Rettungsring. Schlüssel brauchen wir. Hier ist der Fahrstuhl. Funktioniert nicht. Breaking News. Spezialzubehör. Funktioniert auch nicht. Wow. Ja, ich höre ihn schon, den Boss. Wir sollten uns ausrüsten. Mayday ist hier. Wir haben wohl das Promenadendeck gefunden. Nicht zu viel mit zum Verschwenden. Na, ja, für die Kleinen lohnt sich die Pistole. Heilung haben wir jetzt genug. Und auf Mayday treffen. Und es fehlt noch ein Überlebender. Wo ist denn Mayday? Und wo ist Magazin? Das Mayday drin. Wir sollten uns vorher umschauen. Wie wir Mayday befreien. Ich kann mich daran erinnern, dass das ein richtig scheiß schwerer Boss war, aber. Wir müssen die hier nehmen. Der hat wahrscheinlich den Rennen. Ja, der hat den Schlüssel. Und wir müssen explosiven Dinger nehmen. Schon entkommen oder müssen wir erst befreien? Ich glaube, wir müssen erst befreien.
Natürlich ist er das. Und wir haben noch Besuch von anderen. Scheiße. Du hast recht. Dazu kommen jetzt noch die hier. Oh Scheiße. Ich entferne mich mal. Sackgasse. Ich hätte gehofft, da die Munition zu treffen. Oh no, jetzt nicht. Wie gehen wir nochmal? So. Jetzt trifft doch mal. Jetzt werde ich hier auch nicht raus. Eine Metzelei. Es trifft! Scheiße. Kuba-Terror. Die ganzen anderen, das ist hier echt extrem nervig. Die Heilung habe ich aber nicht mehr. Ist das viel. Ich glaube, das war das Hauptproblem. Die pure Menge. Thank you.
die kriegen immer. Er schießt einen, dann kommt der nächste. Oh ja, komm hierher. Oh Scheiße. Langsame Munition. Jetzt muss ich mit Pistolenmunition weiter kämpfen. Scheiße. Nein! Das hat ja wohl gar keinen getroffen. Oh Scheiße! Oh Scheiße! Nicht gut. Gar nicht gut. Eine Heilung habe ich noch. Jetzt sind wir am Arsch. Leck mich fett. Hab ich irgendwie noch Gewehrmunition? Natürlich nicht. Ich werde gelutscht. Pistolenmunition habe ich noch jede Menge, aber kein Leben mehr. Wir sind zum Arsch. Ich bin schnell gekommen. Ich glaube, die Sache ist, ich muss den vor dem vor die Kugel bekommen, vor das Ding. Wo so ein Sprengstoffdings muss man kriegen. Immer die Drecksäcke weg. Ah, ich bin am Arsch. Dann habe ich nicht Medizin bekommen. Komm hier hoch. Warum kann ich denn das? Warum ist denn das jetzt nicht geklappt? Da war der Treppen-Dings am Weg oder was? Ich hätte die Scheiße in den Lüft jagen können. Das war ja wirklich kacke. Und noch einmal von vorn. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hasse es.
Können wir das grüne Kraut nutzen, um zu heilen? Wo wir zum Fix sind hier. Mal wieder von der anderen Seite. Und kommen da nicht mehr durch oder was? Das wäre ja schön. Schöne Scheiße. Sieht fast aus, als hätten wir uns hier verpackt. Die besten Chancen haben wir, wenn wir hier im Kreis laufen. Wenn wir uns dann in die verschwinden. Vielen Dank. Wenn ich diese nervigen anderen Gegner wäre. Da würde ich sehr zu aufkommen. Ah, shit. Hinten ist links der Ball aber hier. Und verschenkt. Da vor allem nicht so viel Munition an kleine Gegner verschenken. Das ist die Kacke hier. Wirklich die besten Karten, wenn wir hier hochgehen. Oh shit. Ich clean, wenn ich mir gar keinen Gedanken machen. Und wie die schießen können euch. Mach mir Sorgen. Auf der Brust kommt hier mal rein. Komm hier in die Nähe. Aber wir kommen hier nicht mehr raus. Ah! Das
ziehe das von denen irgendwie hier an. Ich muss hier die Treppe hochkommen. Oh nö. Shit. Ah, Maddy ist tot. Sehr schön. Rettungsring. Explosiven Sachen. Ist das der Schlüssel zum Notfallkommunikationsraum? Ja, verschwinden wir aus diesem Monster-Dreckslauf. So, nur die irgendwie überleben. Jetzt gehen wir auch noch hin. Ist jetzt genügend da. Ne, die meisten sind dann despawned. So ein Mist. Ging diesmal ja ziemlich gut. Na super. Zweiten Schlüssel. Und gar nicht mal so viel Munition verbraucht. Jetzt bringen wir erstmal ein Fahrzeug, Fahrstuhl in Gang. Und boah, diese Rätsel sind nervig. Auf dem 3D ist damals man echt nervig, wenn man es mit den Fingern, mit dem Stift auf dem Pad machen musste. Irgendwie erwarte ich, dass da jetzt was rauskommt. Nicht. Wir müssen auf dem Promenadendeck noch einiges machen. Kartenlesegerät haben wir noch nicht. Magnum Munition. Zumindest das. Ah, da brauchen wir eh einen Kartenleser für.
ein bisschen dringend mal Karotten finden. Und hier auch. Auf dem Promenadendeck noch was zu erledigen. Wohin führen eigentlich diese Fenster? Und nach draußen willkommen. Okay, gehen wir nicht zurück. Das ist aber ganz schön verwinkelt für ein Einkaufsgebiet. Hoffentlich funktioniert die Ausrüstung hier auch. Mal nicht den Teufel an die Wand, Jill. Deine Vorahnungen werden meistens wahr. Wir sind wohl vorhin nicht lang. Eine Pistolenmunition. Hier können wir nicht lang. Das Tor ist zu. Ach, das ist das Tor, wo wir gerade von der anderen Seite waren. Ja, wenn das Tor offen ist. Und das Gebiet muss nahmen. Das waren Ankerschlüsse? Ja, Anker. Aber wir können jetzt da oben in den anderen Raum. Kommunikationsraum. Raymond! Wie ist er hier reingekommen? Sieht aus, als wären wir beide zu spät. Wovon redest du? Einen Schlüssel. Ha. Ignorante Kreaturen, die nicht von uns wissen. Hey, kommt mal her! Es ist Zeit zu reden. Schaut! So soll ich dann schmerzende Wunden mir wieder aufreißen, deren bloßes Angedenken noch ehe ich davon lebe. Unser maskierter Freund. Doch dient mein Wort zum Samen, daraus dem frechen Verräter Schande sprießt, die ich speise. Reden und weinen werdet ihr sehen zusammen. Ich weiß nicht, wer du bist und wie und warum du hier herunterkommst. Wir können die Welt verändern. Das ist der Theabis-Virus. Wir können damit ein Fünftel des Wassers der Erde infizieren. Fünfte klingt etwas eher unärger. Er geht so. Recht für Amerika. Und
sitzt, ein Kind kann erraten, was danach passiert. Wir sind Veltro, rachsüchtige Boten aus den Tiefen des Infernos. Das ist also unser Mann. Ich wusste, es ist Veltro. Die ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Alle Hoffnung fahren? Sie wusste, es ist Veltro. Schicken Sie ein Team zum Balkon-Mocky-Flughafen. Suchen Sie nach einem Hinweis auf dieses Schiff. Okay. Ja, aber statt nur. Ich schicke Quint und Keith. Was? Los, ihr zwei. Macht euch bereit. Oh, ich hasse Schnee. Dann trag lieber deine warmen Schlüpfe ein. Ihr müsst so viel wie möglich über Veltro herausfinden. Ich sehe gar nichts. Ich dachte, das Mittelmeer wäre wie ein großer See. Hab Geduld. Ein Schiff auf dem Meer ist sowas wie die Nadel im Heuhaufen. Meinst du wirklich? Aber das löst nicht unser Problem. Hörst du mir überhaupt zu? Wir finden dich, Jill. Das verspreche ich. Episode 3 Veltros Geister ändern.